caminata, leidt durfkommen mal Bau Infrastruktur. Ja, die Resultate liegen jetzt alle vor dem ganzen Land. Das Resultat ist ziemlich klar. Wie enttäuschend ist es für Sie? Ja, sicher enttäuschend für alles, was man gemacht hat. Für mich ist irgendwie gut, dass es so ein klares Resultat ist. Dann sieht man, nein, das ist nicht erwünscht. Von Sache her ist es so, wenn der Stimmbürger das nicht haben will, dann müssen wir andere Lösungen suchen. Welche anderen Lösungen gibt es denn? Ja, es gibt nicht sehr viel. Wir sind an die Strasse gebunden, wenn wir keinen Schienenverkehr haben. Das heisst, dass man halt versucht, den Bus, der auf der Strasse ist, auszubauen und dann mehr Raum zu geben. Wie gross ist die Enttäuschung und sind Sie deutlich überrascht von dieser Ablehnung? Ich bin sicher überrascht über das hohe Resultat. Kleiner Trost ist ja, dass die anderen Abstimmungen auch bachabgegangen sind. Aber das ist eigentlich das Enttäuschende, ist die Höhe von dem Resultat. Auf der anderen Seite schafft es aber gleich Klarheit. Wenn es jetzt ganz knapp wäre, dann wäre es irgendwie auch kein gutes Gefühl. Was hat Ihres Erachtens den Ausschlag gegeben für das klare Nein? Ja, das ist schwierig zu sagen, wie es jetzt ist. Man hat vielleicht sich zu fest an das Projekt geglaubt von unserer Seite. Aber vielleicht ist es auch Sommerferien, Corona oder einfach, dass man das falsch eingeschätzt hat, dass die Leute das halt nicht wollen.